Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 von Digurik. Wir sind momentan wieder sonst wo. Keine Ahnung, wenn man mich genau fragen sollte. Ich weiß es gar nicht. Weit entfernt von Gravian, Beringer, Alvin und Co. Auf der Suche nach den Söldnern eigentlich. Eine Quest, die letzte Quest, glaube ich, vom Bauernhof aus. Da unten ist wieder ein Scavenger unterwegs. Der muss weg. Wir sollten für Gravian Fleisch besorgen. Fleisch für die Söldner haben wir, glaube ich, schon längst erledigt, wenn man mich mal so fragen würde. Das waren, glaube ich, allein die vier Scavenger, die man da mit dem Söldner hätte töten können. Oder müssen. Da hinten haben wir die Goblin-Krieger. Ich habe ja gesagt, wir könnten nochmal versuchen, die zu besiegen. Aber die hauen uns, glaube ich, mit einem Schlag um. Also, die nehmen Schaden, aber die verteilen auch gut. Die stehen leider sehr nah beieinander, deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das angehen. Guten Tag, die werten Herren. Oh Gott, alle fünf. Alle fünf. Jo, nee, das kannst du vergessen. Klappt nicht ganz so gut, wie man es gerne hätte. Also die töten uns zwar nicht mit einem Schlag, aber mit zwei ganz sicher. Und das sind fünf Stück. Und wir brauchen mindestens drei, vier Schläge, bis einer tot ist, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Das können wir gleich sein lassen. Also die Gegnerkonstellation ist wirklich recht verschieden hier. Ja? Also hier sind nicht einfach die Schwachen am Anfang und dann die Starken weiter hinten, wo man noch nicht hin soll. Hier ist einfach ein bisschen bunt gemischt. Also soll es eigentlich auch sein, aber es ist nicht ganz klar, bis wo man sich hinbewegen sollte. Ja? Also zum Beispiel haben wir direkt am Anfang 10 Wölfe, das kannst du vergessen. Und hier oben auf dem Weg zum Steingolem steht ein Wolf. Sieht noch einladend aus. Da denkst du, ey, guck mal, ist nur einer. So, und hier hinten haben wir noch einen dicken Kameraden. Und da ist auch schon der gute Mann. Ein Razor. Ganz ehrlich, ich glaube, ich verstehe, ich verstehe. Die nehmen keinen Schaden, die nehmen nur durch den Crit-Schaden, also durch den Volltreffer. Gut, das heißt für mich, ich muss einen Abgang machen. Eigentlich, ich muss einen Abgang machen. Fertig. Also gehen wir mal davon aus, dass wir falsch sind. Dann gucken wir mal, wo wir noch lang gehen könnten. Ja, versuchen wir es mal so. Ja, ich versuche immer noch die Söldner zu finden, diese anderen Söldner. Das ist immer noch mein eigentliches Primärziel. Aber wir versuchen es einfach mal woanders. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, mal wieder zurückzukehren und mal die Lernpunkte wieder einzutauschen. Da könnte man ja auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber hier steht es halt da, ne? Da steht halt Haril. Ich weiß nicht, ob Haril die Burg ist, die wir suchen. Aber hier ist ein Wegweiser. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Eigentlich. Deswegen dachte ich eigentlich, wir könnten da, aber es sind halt Orks. Also, ich meine, die Orks sind, glaube ich, jetzt noch eher zu bewältigen als die Razor. Wenn ich mir das Ganze so überlege. Aber falls das hier doch richtig sein sollte, dann kommen wir nochmal hierher. Ja, das heißt, ich werde jetzt mal die Zeit so nutzen, dass wir vielleicht noch ein bisschen Gegner vernichten können. Und ich suche mal Alternativen. Gatja und Harel. Kann auch sein, dass Harel, was weiß ich, ist eine Ruine. Und das ist halt die da oben. Und da haben sich Orks eingenistet. Das kann ja auch sein. Was weiß ich. So, und da hinten haben wir dann eigentlich nur noch die Goblins. Sie haben ja weitestgehend aufgeräumt. Noch nicht itemtechnisch, aber die Gegner sind erstmal platt. Gut, die spawnen eh nach. Also es ist fast schon wurscht. Aber wir haben schon gut Randale gemacht. Ja, Leben haben wir wieder 12 Stück drauf bekommen von 136 auf 148. Ich glaube, in Gothic 2 ist das ja prozentual, ne? Also zumindest ist hier in Dikorik fix. Kann auch sein, dass es in Gothic 1 normalerweise auch prozentual ist. Aber hier in Dikorik kriegst du jedes Level 12 Leben drauf gebatscht. Ist nicht brachial viel, aber ist in Ordnung. Besser als gar nichts. Dann Mods musst du Lernpunkte ausgeben für Leben.
Beschweren wir uns mal nicht hier. So, da hinten haben wir Mole Rats. Und diese Wolfsarmada. Die Sache ist, die Mole Rats, die gehe ich jetzt an. Ganz klar, scheißegal, wie viele sind, kommt her. Denn es sind ganz viele Riesenratten wohlgemerkt. Da oben sind allerdings auch die Goblins, deswegen soll der Kerl jetzt mal herkommen. Hey, ich schaff Spei. Ja, ich brauch deinen Mundgestank mir nicht anhören oder anriechen oder sonst was. Dein Gegröle da. Warum? Warum? Ach du heilige Scheiße. Das ist der eine, der überlebt hatte, ne? Der eine. Uff. So, entweder ist da vorne das Paradies, das EP-Paradies, oder wo die spacken wieder ein bisschen rum. Das ist unsere Möglichkeit hier. Wieso überleben die einen Schlag? Und dann treffe ich sie gar nicht mehr. Ach komm, leck mich doch querkant. Was ist denn das? Jetzt marschieren sie wieder alle zurück. Also Gegner Fighting Gothic 1 ist... Kannst du viel drüber lesen, wie du willst. Studien... Sonst ist egal, du wirst es nicht mehr rausfinden können. Das ist einfach unmöglich. Wenn wir jetzt die zwei da vorne angreifen, wenn die anderen weit genug weg sind, ist es trotzdem wurscht, weil die trotzdem alle aufmarschieren. Dann pass auf. Ja, die waren noch gar nicht weit weg. Wie der zweite Schlag aber nie sitzt, auch wenn er sitzen müsste. Er sitzt nie. Ach, ihr könnt mich mal sonst wo. Komm. Bin etwas enttäuscht vom Schwert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte schon gedacht, dass der die jetzt... Natürlich marschieren die jetzt wieder alle zurück. Ich will doch nur die Ratten töten. Also ich ging schon davon aus, dass ich die jetzt mit einem Schlag... Aber so soll es wohl nicht sein. Ich dachte, jetzt könnten wir uns rächen an den ganzen... Aber naja. Wenn die mit einem Schlag tot sind, da kann der einer nach dem anderen... Wird einfach abgefahren. Aber die halten halt alle zwei Schläge aus und das macht's total widerwärtig. Und tschüss. Ach, guck mal da. Alte Bekannte. Formen und Farben. Da vorne ist die Festung. Also vielleicht müssen wir auch da unten erst entlang laufen und dann rechts. Oder wir wären wirklich richtig gewesen. Die zwei Möglichkeiten haben wir. Oh, 27.500, das dauert natürlich ein bisschen, aber in Digorik-Verhältnissen gar nichts. Da unten haben wir wieder ein Mole Rat und ein paar Wölfe, die sich gleich wieder selbst gegenseitig knechten wollen. Aber erst wenn wir in der Nähe sind, davor sind sie friedlich, so wie jetzt. Jetzt kommen wir in die Nähe und jetzt gibt es hier die Jagd. So, jetzt geht man aus dem Weg hier. Das Knifflige ist natürlich auch, es gibt zwei verschiedene Wolfsarten. Es gibt die 50 EP geben, die sind One-Hit, und es gibt die 90 EP geben, die halten ein wenig mehr aus. Um es mal freundlich zu sagen. Ja, 4.500. Das kann schnell gehen. Auch die Quests geben ja viel mehr EP. Also in Legend of Azun bin ich jetzt bei Folge fast 200. Also nicht fast 200, 172. Und da ist es halt tatsächlich noch so, da kriegst du für die Quests 100 bis 200 EP. Und hier kriegst du direkt am Anfang 500, 750. Alles her mit, ganz egal. Ja, das sind Gegner, gegen die man kämpfen will. Ja, und genauso könnte es auch mit den Wölfen funktionieren. Wenn wir ein bisschen mehr Schaden hätten. Auf der anderen Seite habe ich 30 Lernpunkte, also wieso maule ich überhaupt rum? Ich könnte ja einfach in die Stadt marschieren. Werden wir auch bald machen, und wenn wir das machen, werde ich den Teleporter setzen. Ich will es nicht vergessen, weil sonst gucke ich alles nur weiter durch die Gegend. Na gut, die Scavenger machen auch viel weniger Damage als die Wölfe. Das ist natürlich ein weiterer Vorteil. Kommen wir dann da, wenn wir da oben entlang laufen,
Ich hasse euch. Ich hasse, ich hasse, ich hasse euch. Ich hasse euch, ich hasse. Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn her? Nirgends sind Wölfe. Ich meine, ich finde ja den Spürsinn Hammer. Das ist ja richtig gut gemacht, aber der. Wo? Wo? Ich sehe überhaupt keine Wölfe. Nirgends sind hier Wölfe. 100 Meter weit weg. Bis dahin ist die Karte gar nicht gerendert. Wahrscheinlich. Aber die Wölfe sind aktiv. Aber die Wölfe sind aktiv. Sobald da irgendwo ein Scavenger-Kadaver liegt, da kennen die keine Barrieren. Egal ob irgendwie Sicht, scheißegal, die riechen's ja. Ob da Berge dazwischen sind, sonstige Gegenstände, Sichtbehinderungen, wurscht, die spüren's. Ich habe hier einen Scavenger nach dem anderen weggehäckselt. Und die kamen von da. Tatsache. Das sind aber andere Wölfe, kann das sein? Die halten ein bisschen weniger aus und machen weniger Schaden. Weswegen es eigentlich ganz okay ist. Aber die waren ganz weit weg. Die waren ja ganz weit weg. Da hinten, ganz weit weg waren die. Wir sammeln ja immer noch für Graveyard Fleisch, nur damit ihr Bescheid wisst. Deswegen sind wir noch hier. Ganz klar. So, da waren noch zwei weitere Wölfe, oder noch mehr, kommen noch mehr. Gut, die haben auch andere Farben. Ja? Also die anderen sind ja so weiß und so kastanienbraun, so rotbraun. Und die hier sind die standardmäßigen. Der hat jetzt sogar einen Volltreffer kassiert. Und der auch. Jetzt kommen die Volltreffer. Von mir aus können wir die alle weghäckseln, ne? EP. Kriegen wir. So, was steht denn hier jetzt alles? Vielleicht sind wir hier wirklich falsch gewesen. Da geht's zum Sumpf, also da müssen wir nicht lang. Da geht's aber auch zum Sumpf und nach Iana und nach Algissee. Beim Algissee waren wir schon. Da waren wir mit dem Alvin. Gut, ich meine, was jetzt ein bisschen irritiert ist, dass irgendwie in beide Richtungen der Sumpf sein soll. Davon haben wir auf jeden Fall Beute. Ja. Also ich habe langsam wirklich das Gefühl, dass da oben wären die Söldner gewesen, da wo die Orks sind. Aber vielleicht ist deren Lager ja auch gar nicht verzeichnet. Bei den ganzen Wegweisern. Wir sammeln Fleisch für Graveyard. Ganz, ganz viel. Vielleicht müssen wir auch schon einige sammeln. Generell, unser Inventar fühlt sich ja immens. Auch wenn wir noch kaum Geld haben. Aber gut, wir haben... Das Schöne ist ja, Gothic 1 ist ja Geld nicht ganz wichtig. Oh, das sieht aus, als müssten wir da hoch können. Ja, ja, ja. Da müssen wir hochklettern. Da gibt es bestimmt was Nettes. Die Sache ist bei Gothic 1, das finde ich eigentlich ziemlich schön, das ist ja ein Tauschsystem. Das ist ja kein reines Kaufkonzept. Also sprich, du hast Geld und mit der Währung kannst du dir dann Waren kaufen. Nein, du kannst auch einfach tauschen. Ja, also es reicht im Prinzip, wenn du viele Fleischkeulen dabei hast. Hast du 5000 Fleischkeulen, kannst du dir genauso kaufen, als hättest du 10.000 Münzen dabei, so ungefähr. Kann man sich das Ganze ja vorstellen. Ich meine, das wisst ihr ja auch höchstwahrscheinlich. Also. Aber ich muss es immer wieder hervorheben, weil es ist ein interessantes Konzept. Goblins ganz viele. Die haben Geld dabei. Ja, jetzt laufen sie zurück, ne? Immer dann, wenn sie auf den Deckel kriegen. Dann, oh, ich entferne mich etwas. Jetzt komm her, auf. Ein anderer Kollege da oben ist noch skeptisch. Jetzt weißt du auch warum. So, lass du mich da oben bloß in Ruhe. Die haben immer ein paar Münzen dabei, wie auch in Gothic 2. Ich glaube aber normalerweise haben die in Gothic 1 gar nichts dabei. Wenn ich mich recht entsinne, haben die Goblins normalerweise in Gothic 1 nichts dabei. Und in Digurik haben sie eben das aus Gothic 2 so mit eingebunden, ja, dass die halt ein paar Münzen dabei haben. In Gothic 2 haben sie auch manchmal Fische dabei oder irgendwas anderes.
Sinnloses. Ein Pilz oder so. Und die haben sogar einen Haufen Knüppel. Und rostige Schwerter. Sind nicht viel wert, aber kann man auch eintauschen, ne? Gut, sind natürlich wirklich nicht viel wert. Das Schöne ist, wir brauchen bis jetzt auch noch überhaupt noch über. Ach, das war wieder das Mana-Ding. Das Nette ist, wir brauchen bis jetzt überhaupt keine Tränke, denn diese Mondschattenpflanzen, die taugen eigentlich ziemlich gut. 24 Leben. Kann man machen. Reicht aus. Wie gesagt, ich meine, Spielzeit, was werden wir kriegen? 20, 30 Stunden vielleicht? Könnte ich mir vorstellen. Jetzt sind wir bei 6. Ob wir überhaupt noch Großtränke brauchen? Kann gut sein. Muss es aber nicht. So, hier haben wir den riesigen Fluss hinter der Burg. Also die Burg ist ja quasi links von uns. Und hier irgendwo geht es dann Richtung Sumpf. Da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen jetzt hier erstmal beim See rumstreunern, beziehungsweise da hinten nochmal hochmarschieren. Gucken, was es da so gibt. Aber die Welt ist, wie gesagt, sehr groß und sehr gefüllt. Also da kann man gar nicht meckern. Sieht auch fantastisch aus. Da unten haben wir noch die Scavenger. Die haben wir schon vor einigen Folgen auch schon entdeckt, aber da haben wir sie noch nicht angegriffen. Weiß gar nicht mehr, warum mussten wir uns da noch irgendwie in Acht nehmen vor denen. Kann sein, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist natürlich jetzt nicht mehr vonnöten. Wir häckseln hier einer am anderen weg. Der See ist übrigens ziemlich groß, ne? Also auch ziemlich tief, das hatten wir auch schon herausfinden dürfen. Ich werde langsam das Gefühl nicht los, wir wären wirklich richtig gewesen. Aber gut, vielleicht hätte ich auch die Orks nicht besiegen können, dann hätte ich mir dann denen die Zähne ausgebissen. Das ist natürlich auch nicht ganz so sinnvoll. Also wir gucken erstmal, was wir da vorne finden. Auf diesem kleinen Hügel. Der anscheinend nur über diesen umgeknickten Baumstamm zu erreichen ist. Vielleicht finden wir ja wertvolle Items. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch nur ein paar Tränke. Aber vielleicht eine bessere Waffe. Ich meine, ja, im Prinzip habe ich in der letzten Zeit schon gut was an neuen Waffen gefunden, aber man darf ja wohl träumen. Komme ich überhaupt hoch? Ja, komme ich. Ach. So, wie komme ich jetzt hier? Ja, hier. So, dann marschieren wir mal hier rüber. Was haben wir denn hier? Mondschatten, das ist im Prinzip jetzt einfach nur unser Heilungskram. Da werden wir noch mal einige von denen finden, oder? Haben wir hier noch? Dunkelkraut. Nachtschatten, jo, das ist der Kram. Kann natürlich sein, dass ich noch irgendwas übersehe, ne? Ah, eine Trollkirsche, da haben wir es doch. Trollkirschen weiß ich gar nicht mehr, aber die haben einen Wert von 500. Vielleicht sind die ja für die Tränke mit den permanenten Boni zu gebrauchen oder zu verbrauchen. Keine Ahnung. Da ist wieder eine Drachenwurzel. Und noch eine Steinwurzel. Jo, also wahrscheinlich wird es die Trollkirche gewesen sein, die wir hier aufsammeln dürfen. Und ansonsten halt noch ein paar Kräuter. Ja, zur Lebenswiederherstellung. Dies und das, ne? Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann wollte ich jetzt in Richtung, was war's? Jana oder so hieß es, ne? Hier dann rechts, ne? Janua oder Jana, ich glaube, U soll das gewesen sein. Also Janua. Irgendwo da. Denn ich glaube, mich zu erinnern, dass der Kamerad gesagt hat, der Mann von der Bäuerin, also de facto der Bauer, erst links halten und dann wieder rechts. Also ich glaube, jetzt so im Nachhinein könnten wir hier richtiger sein als da oben. Oder halt auch nicht. Das werden wir dann herausfinden dürfen. Das ist hier gerade ein bisschen ekelhaft. Jetzt hängt doch nicht so fest.
Ich habe das übrigens wieder sehen können, wie lange der Fokus noch auf dem toten Scavenger war. Aber ich meine, gut, bei denen ist jetzt nicht so schlimm, weil die machen uns kaum Schaden. Aber da hinten waren, glaube ich, wieder die Wölfe. Also ich glaube, wenn wir hier hochlaufen, kommen wir wieder zu den Wölfen. Ansonsten 1500 DP, Level Up, haben wir locker in der nächsten Folge. In diesem Sinne, wie gesagt, in der nächsten Folge suchen wir halt weiter unser Glück und unser Ziel. Und schauen dann mal, dass wir auch bald wieder zurückkommen und Lernpunkte möglichst effektiv einsetzen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.